Das ist der sicherste und beste Mannenglisch zurzeit in GTA Online. Moin Leute, euer Mamad wieder am Bambus und heute zeige ich euch wirklich den besten, einzigen und sichersten Mannenglisch, der zurzeit existiert in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, damit ich wieder gesund werde, denn ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Aber ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr einmal einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch eine Arena. Und in der Arena braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch duplizieren wollt. Mein Tipp, nimmt ein Easy Classic aus der Arena in der Zukunftsschock-Variante. Der bringt bei solchen Glitches wirklich einfach am meisten und das ist Fakt, Leute. Abgesehen davon braucht ihr für diesen Glitch auch ein Fahrzeug, ein ganz normales Fahrzeug, was für diesen Glitch nicht verloren geht. Also irgendein Standardfahrzeug, das kann irgendeiner gerade stehen, ist völlig egal. Und ihr braucht für diesen Glitch klar auch ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Also am besten einen kostenlosen LG und ihr braucht für diesen Glitch auch noch einen Nachtclub inklusive Sonderfahrzeug. Was meine ich jetzt hier mit Sonderfahrzeug? Naja, eventuell ein Terabyte oder ein Mule Custom oder ein Speedo Custom oder wie auch das dritte heißt. Auf jeden Fall, ihr braucht hier ein Spezialfahrzeug im Nachtclub stehen. Ganz wichtig. Und zu guter Letzt, klar, braucht ihr einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Habt ihr das Ganze sehr gut. Danke mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall hat diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Denn ihr trefft euch jetzt beim Casino. Seid jetzt beim Casino angekommen, bestellt jetzt einfach irgendein Fahrzeug. Ganz wichtig, klar, es darf nicht das Fahrzeug sein, was ihr euch duplizieren wollt. Ganz wichtig. Seid jetzt mit eurem Fahrzeug da und euer Freund ist auch da. Dann steigt jetzt euer Freund mit in euer Fahrzeug ein. Denn ihr fahrt jetzt ins Casino rein. Nämlich ins Parkhaus. Seid jetzt im Parkhaus angekommen, dann steigt euer Freund wieder ins Fahrzeug ein und bleibt dann auch sitzen. Ganz wichtig. Und naja, ganz ehrlich, das war's schon für euren Freund der Part. Mehr muss euer Freund nicht machen. Gut, ihr geht jetzt zu Fuß einfach wieder raus. So, seid ihr draußen angekommen, geht jetzt einfach zu eurem Nachtclub. Ganz wichtig, ihr dürft jetzt natürlich kein persönliches Fahrzeug bestellen. Das ist ganz klar, ihr dürft jetzt hier kein persönliches Fahrzeug bestellen. Seid ihr jetzt beim Nachtclub angekommen, geht ihr jetzt einfach in die Garage rein, wo euer Sonderfahrzeug steht. In meinem Fall ist es jetzt hier der Speedo Custom, das bedeutet, ich gehe jetzt in die B1 Garage rein. So, sind wir jetzt in der Garage drinne, steigen wir jetzt ins Fahrzeug ein. Sind wir jetzt im Fahrzeug drinne, haben wir jetzt oben links die Meldung, rechte Pfeiltaste zu drücken, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Das drückt jetzt einfach und ihr werdet merken, dass nichts passiert. Und dann werdet ihr merken, hey, ich bin gefroren, gefriest, ich kann nichts mehr machen. Naja, wenn ihr jetzt gefroren seid, dann drückt jetzt einfach die Optionstaste. Und wenn ihr jetzt im Optionsmenü drinne seid, könnt ihr wieder rausgehen aus dem Optionsmenü. Und dann seid ihr entfriest und könnt auch aussteigen. So, ihr werdet jetzt aber trotzdem merken, dass ihr jetzt gefangen seid in eurem Nachtclub. Ihr könnt nicht mehr raus. Um jetzt hier wieder rauszukommen, müssen wir jetzt den sogenannten Job-Teleport machen. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier auf der Karte und starten einen Job über die Karte. Und by the way, falls eure Jobs nicht angezeigt werden, dann müsst ihr ins Interaktionsmenü gehen, geht auf Markierungen, Jobs und alle einblenden. So, habt jetzt einen Job über die Karte gestartet und seid jetzt im Jobmenü drinne. Dann gehen wir jetzt hier ins PlayStation-Menü und suchen jetzt unseren Botnamen raus. In meinem Fall ist es jetzt hier Anabug1P5. Eure Botnamen werde ich aber hier in die Kommentare bzw. Beschreibung reinpacken. Gut, haben wir jetzt unseren Bot gefunden, dann treten wir jetzt ihn einfach bei. So, die erste Meldung, die in GTA kommt, werden wir einfach mit X bestätigen. Die zweite Meldung, dass wir hier einen anderen Zielmodus haben und den maxen möchten, den brechen wir jetzt mit Kreis ab. Und wenn alles funktioniert, solltet ihr jetzt einfach auf der Map spawnen, wo der Jobkreis ist. So, seid ihr gespawnt, dann gehen wir jetzt zu unserer Arena. Und ganz wichtig, falls ihr jetzt einen Job genommen habt, der etwas weiter weg ist, wie gesagt, kein persönliches Fahrzeug jetzt hier bestellen. So, seid ihr jetzt bei der Arena angekommen, geht es in die Garage rein, wo euer Fahrzeug steht, was ihr euch duplizieren wollt. So, sind wir in der Garage angekommen und sitzen jetzt auf dem Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen, drücken wir jetzt hier auch die rechte Pfeiltaste für die Tuning-Garage. Und wir tunen jetzt hier irgendwas um. In meinem Fall habe ich jetzt hier die Bremsen umgetunt, aber ihr könnt auch irgendwas anderes umtunen, ist es komplett egal. Und Leute, achtet mal aufs Nummernschild, denn daran werdet ihr erkennen, dass das Ganze hier ein sehr sicherer Glitch ist. Denn in meinem Fall habe ich hier klar das NRW-Kennzeichen und nein,
Ihr braucht hier kein persönliches Kennzeichen, denn das Kennzeichen wird sich später ändern. Da ich jetzt hinten die Waffe drauf habe, werde ich euch später zeigen, dass sich das Nummernschild geändert hat. So, egal, wir haben jetzt hier irgendwas umgetuned. Dann drücken wir jetzt hier Kreis und gehen auf Arena verlassen mit Fahrzeug. Sind wir jetzt draußen angekommen, dann rufen wir unsere Mechaniker an und bestellen jetzt das Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Wie gesagt, den kostenlosen LG. So, der LG wird jetzt aber nicht spawnen, denn ab dem Zeitpunkt, wo ihr euren LG bestellt habt, müsst ihr jetzt 15 Sekunden zählen, also 1, 2, 3, 15. Und sobald ihr 15 gezählt habt, dann sagt ihr eurem Freund, ey bitte steigt mal aus dem Auto raus. Euer Freund steigt aus dem Auto raus und ihr werdet theoretisch sehen, dass jetzt euer Nummernschild sich ändert. So, gut, in meinem Fall ist jetzt hinten noch die Waffe drauf. Ich werde euch gleich zeigen, dass es tatsächlich jetzt ein anderes Nummernschild ist als mein NHW-Kennzeichen. Also, das ist jetzt so gesehen eure Kopie, die ihr jetzt draußen stehen habt. Aber diese Kopie ist noch nicht abgespeichert. Um das Ganze jetzt abzuspeichern, braucht ihr jetzt eure MOC. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, MOC und MOC anfordern. Falls jetzt bei euch wie bei mir jetzt hier steht, ey, wir können es nicht liefern, weil gerade eine Lieferung stattfindet, dann wartet jetzt einfach kurz, bis euer Mechaniker anruft. Denn wenn jetzt euer Interaktionsmenü schließt und ein bisschen wartet, wird es euer Mechaniker anrufen, dass er den LG ja theoretisch nicht liefern konnte. Was nicht stimmt, aber es ist einfach so. Und nach dem Telefonat von eurem Mechaniker könnt ihr dann auf jeden Fall spätestens euren MOC anfordern. So, habt ihr euren MOC angefordert, fahrt jetzt einfach zum eurem MOC hin. Seid ihr aber beim MOC angekommen, fahrt jetzt einfach hinten rein. Falls die Meldung kommt wie bei mir, ey, euer MOC ist voll, möchtest du umparken, sagt ihr einfach ja. Das Fahrzeug, was im MOC drin stand, steht dann jetzt auf dem Stellplatz, wo früher euer Energy stand. Nur so als Info. So, und wenn jetzt in eurem MOC drin seid, boom, bam, euer Duplikat ist gespeichert. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ich wollte euch noch zeigen, dass es wirklich jetzt mal Duplikat ist. Das bedeutet, in meinem Fall fahre ich jetzt einfach wieder zurück zur Arena und schaue, ob das wirklich ein anderes Kennzeichen hinten drin hat. So, in meinem Fall, ja, bam, hat ein komplett anderes Kennzeichen. Denn dieser Glitch ist sicher, weil das Kennzeichen von LG übernommen wird. Das bedeutet, euer Duplikat nimmt 1:1 den Platz ein, was früher der LG war. Und dadurch ist dieser Glitch sehr, sehr sicher. Aber gut, die wichtigste Frage an dieser Stelle ist eigentlich, wie viel bringt jetzt mein Duplikat? Und mein Duplikat, Leute, bringt sagenhafte 1,7 Millionen GTA-Dollars. Und wirklich, Leute, ich brauche pro Duplikat zwischen 6 bis 8 Minuten. Und ich könnte mir nicht erzählen, dass ihr irgendwas Besseres findet aktuell auf dem Markt. Aber egal, Leute, nutzt diesen Money Glitch aus, solange er noch geht. Und ja, Leute, ich weiß, dieser Money Glitch ist schon sehr kompliziert und braucht vor allen Dingen auch sehr, sehr viele Sachen, um ihn überhaupt machen zu können. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, diesen Money Glitch zu machen, denn er ist wirklich dein sicherster und wie gesagt auch beste Money Glitch. Falls ihr trotzdem irgendwelche Probleme oder Fragen habt zu diesem Glitch, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich versuche euch gerne weiterzuhelfen. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann würde ich euch mega bitten, einen fetten Daumen nach oben dazulassen. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.